Okay, es war eine gute Entscheidung, das mit den Orks zu machen, weil wir konnten hier das reinquetschen. Eine 1-3er-Admin-Geschichte. Und dann noch das hier. Kostet 2 Punkte und es gibt nur ein Espionage, aber wenigstens gibt es Espionage. Die anderen Sachen machen ja dann nichts so sehr. Und die Sachen, die was bringen, dürfen wir nicht benutzen. Und es waren noch genug Punkte über für einen weiteren Punkt hier. Heißt, wir haben jetzt effektiv 2 Punkte Espionage mehr. Entsprechend sollte auch die Chance besser sein. Your orders. 13 Base. 69. Nice. Go. Taking them down. Jetzt bitte nicht abhauen. Standing by for orders. Joyce Ready for orders. Kann wieder nach Hause. Offering counsel. Ready for my mission. Du kannst wieder Ready nach for Hause. My Offering assistance. Und du könntest den. Der ist schon komplett aufgedeckt. Und die Shock Troops können wir nicht stehen, nee. Du kümmerst dich dann jetzt um irgendwelche Pflanzen? Scheinbar. Heading to the LZ. Kasachstan und Dings müssen noch gesichert werden. Du kannst nicht sichern, ne? Ne, ist okay. Confirm. I will help them. Offering support. Das Alien will auch nicht abbauen, sonst hätte es nicht die Bewegung gemacht und jetzt eine Mission ausgeführt. Also wir haben jetzt wirklich noch eine Chance. Kein Druck. Nice. Okay. Das ist hochgesprungen auf Orange. Nur. Das ist sehr gut. Continue. Few among us would have believed this day would come. Not only in Agibus, genau das gleiche wie immer. Ja, ist genau das gleiche wie immer. Continue. And they can die. Das könnte jetzt was Neues sein. We have completed the kill an alien objective. Well, that was satisfying. The alien walked into the ambush right on schedule and went down to rifle fire. It tried to get up, so the boys broke out the heavy weapons. Long story short, it's definitely dead. Our chief pathologist has complained about the number of bullets he's going to have to pick out. We told him to stop whining. This, yeah, humanity first, okay. Continue. Hydrobiology können wir erforschen. Continue. Und das war's vorerst. We're winning their hearts and minds. Das ist sehr schön, dass das geklappt hat. Forschung als nächstes. Erstmal Cybernetics in Hauptforschung und danach nehmen wir hier unten ein paar Dinge. Haben sich hier ein paar Sachen jetzt angesammelt, die erforscht werden wollen. Wir dürfen Kasachstan gleich nicht vergessen. Steht sonst noch irgendwas an? Nee, ne? Acknowledged. Standing by. Du sicher mal. Kasachstan. Securing our interests. Nigeria muss nicht. So. Ready for orders. Wir können jetzt ja auch die Alien-Basen finden, ne? Also wir sollten eigentlich jede Fraktion einmal flippen oder versuchen zu flippen, um zu gucken, ob die eine Basis schon mal gesehen haben. Sowas in der Richtung. Ja. Ha. Huh. Die haben immer noch keine guten Agenten, ist okay. Schau dir mal den Trillboot an. Initiating surveillance. At your service. Ja, hoffentlich keine hohe Loyalty und dann versuchen zu flippen. Aber nur, was können. Und Cash sucht sich mal jemanden zum Sabotieren aus. Nämlich denselben. Breaching Lab Security. Den weiß ich gar nicht, ob wir schon was gemacht haben. Ich brauche theoretisch noch eine Strichliste, wen ich wie oft sabotiert habe. Damit wir alle einigermaßen gleich runterdeckeln. Also wir könnten das theoretisch hier auch rauslesen, wie es mit deren Ressourcen ausschaut. Also Weltraumressourcen hat keiner. Oh, wir haben so gut.
Das sollte möglichst lange so bleiben. Aber die haben doch schon auf dem Mond was gebaut. Ja. Haben alle das da gebaut. Aber wir können... Können wir auf dem Tooltip sehen, was die da schon drin haben? Outpost Mining Complex. Also hier kommen bald Ressourcen rein. Bisher aber nur für die Resistance. Das sind wir. Und die haben wir gerade alle durchgeklickert. Ja, nur die Resistance hat was im Bau. Und das... 11. Februar ist gleich fertig. Das heißt, nur die Resistance bekommt gleich Weltraumressourcen. Die haben aber nur 3,1 Boost. Es dauert also ein bisschen, bis sie auf dem Mars irgendwas machen können. Und dann dauert es halt nochmal 200 noch was Tage. Und eventuell haben wir keine Nuclear Freighter. Das könnten wir auch sabotieren, wenn wir das irgendwo sehen. Wir sind nicht so weit vorne in der Forschung, wie wir das sonst waren. Könnte aber daran liegen, dass die USA sich nicht so gut entwickelt wie bisher. Hatte ich aber auch vergessen, wir wollten ja noch einen Krieg starten, ne? Für die Unity. Ja. Na schön, das ist alles zugewiesen. Sinnvoll, ja. Lending my expertise. Securing our control. Habe ich gerade permanent gemacht bei irgendeiner Defend-Geschichte? Oder war es beim Advisen? Ich glaube beim Advisen. They won't know what hit them. Nuclear Freighters. Perfekt. Perfekt. 1200 Punkte. Kabusch. Continue. Das müssten wir eigentlich bei Resistance hinbekommen. Der Trilby-Mensch. Hi. Was? 25 Admin. Okay. Wenn wir den flippen, kriegen wir dann seine Orks näher. Da müssen wir gleich sowas von klauen. Okay, das ist nicht wirklich gut. 2,6. Dürfen wir nicht. Okay, die meisten davon sind nicht wirklich gut. Dürfen wir auch nicht. Space Mining Boost ist okay. Ja, wenn es soweit ist. Du kannst gleich wieder aufhören zu advisen. 3%. Ja, okay, weil der halt auch 25 Administration hat. Wir müssen den gefangen nehmen. Where do you need me? 50%. So. We'll bring them in. Ready for my mission. Gefangen nehmen. Juice das den noch weiter an. We'll see what they're up to. Und standing by. Du räuberst den aus. In der Hoffnung, dass es nach dem Gefangennehmen ist. Es ist sehr verwirrend, dass jetzt drei Missionen alle nur zwei Uhren haben. Vor allem der Skill, der dafür zuständig ist, oder Stat, ist hier Admin. Und der hat die 25. Das heißt, sollte als allererstes damit das machen. Das heißt, sie wartet noch eine Runde. Ja, warte eine Runde. Okay, was sagt die Forschung in der Zwischenzeit? Cybernetics ist bald durch, Courage Diplomacy ist bald durch. Was macht Europa? Europa schielt in Richtung Italien, denke ich mal. Ja, confirm. Offering support. Securing our interests. Da sind die 10 Punkte. So, was wollten wir alles haben? Hydrobiology? Damit wir gleich die nächsten gefangen nehmen können, weil die sind schon wieder runter auf gelb. Das ging ziemlich schnell. Orbital Core ist noch uninteressant, weil wir nicht genug Mission Control haben.
Ja, sowas müsste man eigentlich erforschen. Das könnte man noch einmal durchticken. Weiß nicht, so lange dauert. Mach Hydrobiology. So. Weiter. Continue. We've got some intel on our target. Also das Angucken war zuerst fertig. Das verwundert mich ein wenig. Wir haben ihn aber immer noch nicht genug angeguckt, dass wir ihn flippen könnten. We've got the package. Ist in Gefangenschaft. Public opinion is moving in our direction. Da ist noch ein zweiter aufgetaucht. Ja, ohne deine ganzen Orks bist du immer noch auf 9 Admin und 9 Persuasion. Also der ist gut, der ist schon ein bisschen gelevelt. Den sollten wir, wenn wir ihn nicht flippen können, erschießen. Schauen wir mal. Where to? Das geht noch nicht, weil das letzte fehlt. Dann wiederhol bitte das Gefangennehmen. We'll grab them. Standing by for orders. Du wiederhol bitte das Anstarren. Könnte nicht eigentlich. Warte. Ready to go. Genau, da habe ich das Wiederholen drin mit dem Festigen. Das brauchst du nicht. Nimm du den bitte gefangen. Zu 81% und du starrst ihn an. Und Cash. Cash. Ist neugierig, ob die hier wieder Unsinn gemacht haben. I'm going in. At your service. Joyce kann ihn jetzt bestehlen. Hat er denn jetzt trotzdem Zugriff auf die. Also, ihr kriegt nicht die Buffs von den Orks, aber wir können trotzdem seine Sachen stehlen. Das hatten wir vorher auch schon gemacht. Ja, sollte passen. Targeting enemy orcs. Gut. Weiter. $16,500. Haben wir ihn jetzt voll? Ja. Schön. 12 Leute hier ist. Nee. Sabotier das, auch wenn es nicht viel macht. Continue. Oi. So. Wir könnten das stehlen, das ist 500 wert. Such diese 1-2er Sachen. Oh, 1,25 Boost. Das hätte 0,05 Boost. Das sollten wir allein schon stehlen, damit sie nicht vorankommen, ne? Gerade jetzt am Anfang. Auch wenn das schwer zu verhindern ist. Ich nehme erstmal das hier, weil es ihnen auch hilft. Und die 3 Security wegmacht. Also momentan hat er sie eh nicht, aber falls er rauskommen sollte, nimm das, weil es zu viel wert ist. Nächste Runde machen wir das mit dem Boost. Continue. Target in a secure location. Repeat. The people will come to our side. Der wird schön ausgeräubert. Wollen wir das dann auch gleich jemandem geben? Das müsste jetzt ja hier sein, richtig. Es bringt nicht wirklich viel. Und du kannst deine Senior Social Scientist Geschichte aktivieren. Bam. Also für dich wäre das nix. Security hast du viel, du nicht. Und du brauchst eigentlich auch wirklich jeden Punkt, ne? Für Investigation. Alternativ. Unser Commander. Weil er ja doch öfters auch advised, ne? Ja, mach, geh's bei ihm. Zack. Hast dann jetzt noch einen Punkt über. Dann einfach. Ja, noch mehr Command.
Huge. So, dann bin ich mal gespannt, wie leicht der zu flippen ist. Strange Behavior in Peru. Das Alien ist immer noch da? Töten wir das nächste Alien. Ah, Technology. Cybernetics muss erst noch privat freigeschaltet werden. Aber wir haben schon mal. Dann. Was machen wir jetzt hauptforschungsmäßig? Wir sollten immer noch so ein bisschen hingucken in Richtung Industrialization, auch wenn die 15.000 echt teuer sind. Alternativ. Erste Waffen für Schiffe. Dass wir wirklich schon ein Schiff haben zum Bombardieren von den Pflanzen und eventuell das ein oder andere Hub zerstören. Problem ist, die anderen haben es dann auch, ne? Arrival Economics für die Arrival Markets und Maximum Effort. Ja, Arrival Economics nehmen wir. Sonst hinter Quantum Covered Ops hier hinter 20.000. Das bringen die Computer an sich. Global Listening Network nicht wirklich viel. Wir kamen, glaube ich, auch schon recht schnell zu den nächsten Cyber-Sachen. Ich mache trotzdem das da unten. Das da oben. Arrival Economics. Kostet nicht viel und das bringt uns direkt was. Also Economics. Mission to Asteroids. Nein, wir sollten warten, bis die Minen auf dem Mars fertig sind, dass wir genug Ressourcen reinbekommen. Dann können wir überall Proben hinschicken. Genau. Beginn. Und jetzt hier unten eher den Fokus drauf, ne? Jo. Oh, never mind. Wir haben instant die Forschung dafür. Bitte mach Cybernetic Implants. Und nur da den Fokus drauf. Wir haben 16.000 zum Verballern. Go, go. Und jetzt hier, den da. Cash. Wir haben immer noch unsere anderen Gefangenen. Du kannst den nicht angucken. Das ist unschön. Also erstmal muss Joyce wieder den Gefangenen da ausräubern. Du nimmst den wieder gefangen. Unser Investigator hat nur eine 50% Chance, den zu investigieren. Wir haben auch nicht wirklich viele Ops, um das Töten zu verursachen. Xenoflora in the Phnom Penh region is out of control. Ich glaube, wir sollten das Alien diese Runde noch ignorieren. Das ist out of control? Also je mehr Pflanzen da sind, desto schwieriger es ist. Ja, okay. Auch wenn es immer noch keine Pflanzen sind, aber psch. Das ist ein Running Gag. So. What's the op? Kannst du den auch noch bestehlen? Nicht wirklich gut, ne? Was kostet nun Geld? Ja komm, räubern wir mal ein bisschen mehr aus. Targeting their assets. Und das A ignorieren wir diese Runde. What's the op? Also diesen gesamten Zyklus. Wir brauchen erst mehr Ops, bevor wir wieder einen Assassinen-Versuch machen können. Und du müsstest eigentlich auch mal wieder abtauchen. Guckst dir aber erstmal die Aliens an. We'll recon the site. Ja. Was war mit Ready for my mission. 3%. Das kannst du ein paar Mal würfeln. Einfluss haben wir über. Können wir bei dir noch irgendwie da helfen? Ah
1, 3 wäre okay. Ist hier noch irgendwas Einflussmäßiges bei? Nein. Ist hier noch was Einflussmäßiges? Ja. Zip. Mal kurz gucken, was da noch so ist. Oh, 2-2 für Espionage. Für dich. Wir könnten solche Sachen rausnehmen. Zwei Zahnräder sind schon sehr praktisch. Außerdem machen wir diese Runde eh nichts mehr töten. Also ist okay. Bum, 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 bum. Wo war ich? Ich wollte noch das mit dem Flippen machen, genau. 22%. Das können wir ein paar Runden machen. Jo. We'll bring them to our side. Confirm. Information leak. The traitor must be executed. Ja. Pay 100 Einfluss, gain 50 Ops. Oh, das ist doch super. Das ist viel besser, als wenn wir mit der gesamten Menschheit Einfluss verlieren. Ja. Gute Option. Asset acquired. So, dann... Also ich hatte eine Sache, die ich haben wollte. Ich gucke, ob hier gerade irgendwas hin und her geschoben wurde, weil anscheinend haben die ja immer wieder Zugriff auf ihre Sachen. Space Mining Output 6%. Das ist sehr gut. Das hier wollte ich den wegnehmen, ne? Wir nehmen den das erstmal weg. Zack. Close. Wir haben jetzt das hier. Das solltest du noch bekommen. Und jetzt kannst du das Boost-Ding auch noch nehmen. Continue. Target secured. Repeat. They will now serve us. Jetzt können wir uns das holen. Also diese Ansicht ist echt gut. Weil hier sieht man auch, welche Missionen das macht und so weiter. So eine ähnliche Ansicht hätte ich ganz gerne bei dem Kaufen von Orks. Dass man da nicht so viel rumklickern muss. Die ganzen Admin-Dinger hier wären auch irre praktisch für recht viele von unseren Agenten. Fällt mir gerade so auf. Ja, Stibitz-Teamer. Close. Ach, hast du gleich behalten. Wer war das? Hier muss jetzt eine graue... Du hattest die Sachen bekommen. Da. Das ist okay. Unser Spion kann es auch behalten. Wir werden ihn jetzt so lange ausräumen, bis er nichts mehr hat. Es fehlt. Machen wir gleich nochmal. Aber ich mach's wieder von Hand, damit ich die Punkte auch nicht einstellen kann. Während ich mich gerade so darauf konzentriere und die Hände reibe über die ganzen leckeren Sachen, die da drin sind, was steht eigentlich noch an? Wir haben 22 Kontrollpunkte, die keine Funktion haben. Damit könnten wir... 22,4, das ist gut. Da muss was hingeschickt werden. Hi. Outpost. Found Outpost. Wir hätten gerne Fission Pile. Fission Pile. Das Ding und Hydroponics. Nicht genug Strom. 10. Oh, brauchst mehr Strom hier hinten. Was ist das denn für ein Mist? Ja, ist okay. Aber die 22,4 radioaktives Material ist mir sowas von wert. Und
6 Nobel ist auch nicht schlecht. Ja, sehr schöner Fund. Wir brauchen mehr Mission Control. Was ja der Punkt war, ne? Da, genau. Also ich stelle jetzt einmal kurz ein, was wir machen wollen, aber danach gucke ich. Also du nimmst ihn wieder gefangen. Ready for orders. Joyce räubert ihn wieder aus. Reporting in. Cash. Ready. Räubert ihn auch wieder aus. Targeting enemy orgs. Du versuchst ihn zu flippen, solltest jetzt aber eigentlich auch mehr Punkte haben, richtig? Wir hätten dir doch irgendwas gegeben mit einem Punkt. Könntest du sonst... Nee. Haben wir irgendwas, was Persuasion macht, was man umschieben könnte? Investigation. Nope. 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 Nee, haben wir nicht. Na gut, mach denn so weiter. 4% komplett hoch geht's auf 29%. Reeling them in. Where to? Unser Command. Du könntest Dinge tun, aber das bringt nicht so viel. Also du könntest jetzt zum Beispiel daran arbeiten, dass es hier destabilisiert wird. Aber die Chancen zum Destabilisieren sind wahrscheinlich sehr klein und brauchen viele Orbs. Ja. Nation Population, Popular Support, Nation Cohesion. Italien hat schon 11 Mission Control. Also du kannst nach Italien gehen und dann ein bisschen versuchen. Und alle 10 Runden klappt es vielleicht mal. Das wirkt nicht sehr gut. Tauch erstmal ab für eine Runde. Going off the grid. Ja, wir haben auch immer noch kein Crackdown für ihn. Purgen kannst du ja. Du brauchst mal einen Crackdown-Partner. Da müsst ihr dann auch gucken, dass wir das irgendwie hinbekommen. Wir haben immer noch 25 Kontrollpunkte über. Wir sollten das dann nutzen, um wieder irgendwelchen Kleinkram zu schnappen. Aber mit wem? Du kannst keinen Kleinkram schnappen. Und alle anderen haben einen relativ wichtigen Job gerade. Also um der Gier entgegenzukommen, einen recht wichtigen Job. Und ich denke, es hilft uns auch und hemmt eine komplette andere Fraktion doch schon sehr merkbar. Also wir haben den 20% von ihrem Einkommen beim Boost geklaut zum Beispiel. Resistance hat immer noch keine Ressourcen? Doch da. Eure Base hat kein Wasser und kein Volatile. Oh, da müssen sie aber gut was ausgeben dann auf dem Mars, ne? Müssen wir uns doch nicht so schnell Gedanken machen, was das angeht, ha? Huh? Zeig mal die Marsbasen. Sind fertig, 3. September. Noch nichts dazu gekommen. Ich glaube, dann gucke ich jetzt noch... Wir haben kein Mission Control, Mist, da war was, ja. Italien. Wir müssen uns Italien schnappen. Und mit Frankreich habe ich keine Ahnung. Also wir könnten da Panzer hinschicken. Oder wir könnten in der Forschung in Richtung Schiffe gehen. Und die Panzer so lange bombardieren, bis sie kaputt sind. Das hat bei uns nie geklappt. Das haben die anderen Fraktionen auch versucht. Aber unsere Panzer haben gegenrepariert. Also, ha. Ja, ich überlege immer was wir da machen müssen. Aber wir müssen auf jeden Fall, wenn das mit dem Spielereien hier durch ist mit ihm und wir ihn dann entweder geflippt haben oder gekillt haben, darauf konzentrieren, dass wir Mission Control bekommen durch einen von diesen Ländern.